Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Birkenfeld. So, wir bringen den Stuhl jetzt mal gen Heimat. So, das können wir ausmachen, das war ja fertig. Na, ich guck gleich nochmal, nicht, dass ich was falsch erzähle. Ja, war fertig. Ding haben wir erstmal alles abgeschlossen. Bringe ich den erstmal zum Hof, um an der Tränke vorbei. Wir fahren hier lang. Bis runter zur Straße erstmal die Bank. So, noch mehr von den Tank unterwegs finden. Wir müssen gleich nochmal einen Tank kennen. Hey, wir haben fast 100.000. Mensch, das ging ja. Löffelhube, hier ist ein Aldi. Haben wir irgendwo noch eine Tanke? Ah, geradeaus weiter. Ah, da ist weiter war die Tanke. Mir war es auch so. Die Tanken noch voll. So, und kommen wir Kohle. So. Das ist die neue Schnupfrausch, das war eigentlich nicht mehr. Das ist aber trainiert und fest. Machen wir dich erstmal sauber, erstmal durch die Werkstatt, dann machen wir dich sauber und dann stellen wir das Ding ab. Dann müssen wir mal mit Big Pack hier wieder versuchen und Glaser und so. Mal gucken, wie schnell das sicher nachwächst, dass wir wieder mähen können. Ich schaffe wieder was im Petto haben. Mach halt mal einen Hoftag hier. Reparaturen in allem drum und dran. So, den reparieren wir hier auf 70 und das Ding wird auch vertragen. Geht auch so. War ja preiswert. Ist der Spaß jetzt runter oder eher nicht? War ganz knapp.
So, jetzt machen wir den Schlepper hier sauber machen. Der steht ja vor Dreck. Aber noch so schön klar mit so schicken gelben Felgen. Und bloß mal erdbraun. Und da ist noch die Kolli drin. Ist ja auch witzig. Koppeln. So, haben wir jetzt eine Frontlader-Geschichte. Was für Frontlader-Geschichte? Ist doch Bings und oh, also steht auch gesehen. Haben wir noch mal die Schafe schnell sauber. Was ist los? Dann muss ich schon mal ins Regal wieder räumen, die Schafe. Aber die ganzen, das sind noch ein paar Krümelchen sind drin. Etwas kommt 3,55 noch drin sind da. In der Schaufel. Oder eine Null anzeigt, aber das Problem hat man ja manchmal. Kein Trick. So. Hoftag. Wenn ich am Hof so rumschwarz reparieren. Und. Hier ist ein bisschen mal. Das ist irgendwie gekleckert. So, jetzt fahren wir noch ein Dingsbumser, die Sämaschine in die Werkstatt. Das Ding war ja repariert und sauber und hast nicht gesehen, kriegen sieht ja grauenhaft aus.
Zack, der ist ja drin, so, sind wir bestimmt noch 11 Euro. Okay. Oh Gott. Teuer. Das wurde fast klar, dass das zu teuer wird. So, jetzt könnte ich aber nochmal hoch den Händler fahren, weil das Zeug einsammeln kriegt halt technisch, was hier überall rumschwirrt beim Händler und hast du nie gesehen. Das habe ich weiß jetzt. Sind 200 mal die Halle? Ich habe eine dumme Erinnerung, dass wir uns in die Halle gepackt haben. Die wir uns hatten und sowas. Ja, das sind so viele CS. Okay, dann. Dann fahren wir das Zeug jetzt um. Sauber machen muss ich das besser, wenn die Seemaschine aber erstmal jetzt hier im Händler hochfahrt und den restlichen Dinger und das sehr cool. Wie viel Zeit wird es sein? Wir machen die Geräte am Hof wieder ein bisschen in Schuss, bevor wir hier mit irgendwelchen anderen Zeug weitermachen. Weil das bringt sehr viel Uni, wenn wir hier in die Ernte gehen wollen und nichts funktioniert mit. Das raus, die wir eigentlich einlagern und irgendwann mal mir ein das Heizkraftwerk hinklappern, das kostet das. Ich bin mal am Hof und das gibt auch nochmal ein paar Fänge mal extra. Hier spackt ein bisschen rum. Ich hoffe, es hat nicht zu so sehr gebuggelt, das habe ich jetzt gerade nicht mitgekriegt, was. Und von hier durch das Season muss ich den Scheiß erschlagen. Was haben wir hier noch? Sieht noch sehr gut aus. Moment, dann hat man oben noch was. Ich hoffe, wir können technische Probleme noch mit der Map zur Zeit, aber es wird im Griff.
weil sie dann schon Strukturen laden muss, die vorher nicht da waren. So, jetzt geht es so ein bisschen besser. Ich kenne ja den Weg. Ja. In der Sicht geht halbwegs. Passt das? Dumm, die dumm, die dumm. Es hängt ein bisschen ja auch in der Innensicht. Aber wir sind gleich so weit. So, drum hier. Ups, ein Schild umgefahren. Hat keiner gesehen. Irgendwo war noch das Fake abgeblieben, soweit ich mich erinnern kann. Steht immer Saatgut und immer Dinger steht hier oben rum, was wollen wir mehr? Dinger ist der Dinger. Sieht auch gut aus. So. Geht's wieder runter zum Hof, Trink waschen. Ein Stück runternehmen, damit wir ein bisschen was sehen. Ja, rutscht da gerade hin. Und auf die Abwege geschickt. Da wollte ich da noch gar nicht hin. Weil es zu zeitig ist. Nur zu hinten rein, wo du herkam. Auch so ist das manchmal. Ob Heiltruf 5. Naja, let's go. Wollen wir denn da hinterher, was das Waldra hergibt? Abschließend aktiviert den Spins. Da ist was. So. So, kann man einschalten hier. Bevor es mir aufgefallen ist, wenn sie hier auch geruckelt hat, war gerade aufgefallen, weil ich auf dem Trieben auf dem Dings auf dem, ja, sag schon, OBS mal jetzt mal geguckt habe. Man scheint es nie ganz gut zu gehen, es geht im Groben und Ganzen. So, aber ich komme jetzt erstmal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da und raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.